Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel und wir schreiben heute den 27. August. Es ist 10.38 Uhr. Unsere amerikanischen Händlerfreunde schlafen noch alle. Deswegen geht es in diesem Clip hier um den Nasdaq. So, gehen wir mal Lunzer, wo steht das so macht tut. Alla, vor euch ist der Chart. Eine Kerze, ein Tag. Und es ist beeindruckend. Eine der letzten Analysen hatte ich überschrieben im Titel Der beste Index der Welt. Jeden Tag was Neues. Facebook, Netflix, ja, alles was Fang heißt, alles nach oben. Ja, Aktiensplit, auch hier ein Thema. Und gestern, also sprich am 26. am Mittwoch, hat er wieder neues All-Time-High gemacht. Ja, knapp vor der 12.000. Ist es eine psychologische Grenze? Puh, das überlasse ich Ihnen. Für mich ist es nur eine Zahl. Ich gucke da nicht so drauf. Aber schauen Sie sich verschiedene Dinge an. In der gesamten Aufwärtsbewegung immer mal ganz kurz die 200-Tage-Linie touchiert. Immer drüber geschlossen, touchiert, drüber geschlossen. Erst hier, Ende Juli, ging das auf einmal unter die 200-Tage-Linie. Das war eine gefährliche Situation, hat er sensationell gemeistert. Wir öffnen am Tief, wir schließen am Hoch. Sehr schöne, saubere Kerze. Ja, die Amis, die lieben ihre Indizes, das muss man wirklich sagen. Ich habe keinen Grund zu glauben, oder vielmehr andersrum. Ich habe kein Signal, was hier negativ ist. Trendfolge weiterhin positiv. Wir schließen außerhalb des Bandes. Trendfolge über die gleitenden Durchschnitte sehr positiv. Einzig der Abstand zur 200-Tage-Linie ist jetzt doch schon hoch. Das, ja, ist er, aber das ist kein Verkaufssignal. MACD als Trendfolger weiter positiv. Stochastik heftigst überkauft, aber das ist egal. Ja, sie muss unter 80. Ich kann den nicht mehr kaufen, gebe ich ganz offen zu. Das kann ich nicht mehr. Das ist völlig an mir vorbeigelaufen. Aber ich bin sowieso kein Nasdaq-Händler. Das ist nicht mein Ding. Aber noch sieht der in Ordnung aus. Ohne Fehl und Tadel. Jetzt habe ich folgendes Problem, als einer, der ihn auch K.O.-Schein nennt. Ich versuche mich am letzten Zwischentief zu orientieren. Da wären wir hier bei ungefähr 10.800. Nee, das ist mir zu weit. Das ist mir einfach zu viel. Deswegen mal vielleicht ein Trick, der Ihnen helfen mag. Ich gehe hier auf die 4-Stunden-Ebene. Und schau mal, wo finde ich da eine sinnvolle Unterstützung? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich hole es mal ein bisschen näher dran. Das eine ist dieses Tief hier bei 11.271 und das nächste ist diese kleine Korrekturzone hier. Da sind wir bei 10.529. Da haben sie aber auch einen Hebel, der ordentlich Standgas hat. Gucken wir mal hier. Ich habe das schon vorbereitet. Das ist dieser hier. Also das ist der, den ich nehmen würde. Denn negativ würde es erst, wenn wir hier unter dieses letzte Zwischentief gehen würden, da. Vorher ist da nichts. Der kann mal stoppen, der kann mal halten, der kann mal Atem holen, aber Verkaufssignale entstehen. Meines Erachtens ja erst hier drunter, beziehungsweise hier drunter deutlich tiefer bei 11.271. Ich habe Ihnen für die Leute unter euch, die der Meinung sind, wir nehmen die 12.000 raus und sehen gleich die 17.000, hätte ich diesen Schein hier im Angebot. Das ist ein 11.452er. Da sind wir, ups, hier, da, wo jetzt der Pfeil ist. Ja, also unter 10, unter 20 Tagelinie, da sind wir. Ja, ist okay. Ist ein 23er Hebel. Ist nicht gemütlich, aber es ist auch jetzt kein Harakiri-Hebel. 11.452, das wäre von Goldman ein Open-End-Schein. Mit der Basis, Entschuldigung, mit der Kennnummer GF14US, GF14US. Und weil ich es jetzt hier gerade sehe, hier können Sie auch ganz gut jetzt den Unterschied sehen. Hier sind die limitierten Scheine, sehen Sie vorne, Laufzeit bis und hier ist der unlimitierte. Der ist billiger. Das sind rund 20 Cent. Ja, es ist in etwa die gleiche Basis, also muss ich hier ein paar Punkte dazu zählen, aber er ist günstiger. Wenn Sie natürlich nicht jeden Tag auf die Basis schauen wollen, dann können Sie sich auch einen anderen nehmen, hier so 20.11. Aber nur mal, dass Sie das gesehen haben, wo da der Unterschied liegt. Gehen wir mal auf den Put. Und da gehe ich jetzt auch auf den 23er Hebel. In diesem Fall jetzt im 24er. Ich muss Ihnen erst sagen, am All-Time High oder das Erreichen eines All-Time Highs ist die schönste aller Welten für Chartisten. Da gibt es nichts. Das ist Paradies auf Erden. Trotzdem muss man mal schauen, wo man da einen Schein reinlegt, beziehungsweise wo man eine Basis findet. Und das ist halt unheimlich schwierig. Und ich bin jetzt eigentlich hier so mehr in diesem Fall auf den hier gekommen, der ist bis zum 20.11. Das ist eine 12.450er Basis. Da sind wir noch rund 480 Punkte von weg. Aber wenn ich sehe, was der in den letzten 10 Tagen gemacht hat, die kann schnell erreichbar sein. Das ist ebenfalls ein 24er Hebel.
Wie gesagt, bis zum 20.11. Und das ist da die Kennnummer Gustav Friedrich 1 CS5. Gustav Friedrich 1 Christian Schlegel 5. So kann ich es auch buchstabieren. Ich kann es nicht mehr kaufen, aber ich habe keine Verkaufssignale. Noch nicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.